Zum Geil sind sie denn jetzt? Sind in der neuen Stadt schon? Glaub mir doch, ich hab ihn mit eigenen Augen gesehen. Was ist denn hier los? Da war wieder dieser verdächtige Typ. Dieser Junge behauptet, ihn gesehen zu haben. Er trug ganz seltsame Klamotten und wollte in der Gasse da hinten mit mir reden. Siehst du? Warum sage ich dir immer, dass du nicht in solchen dunklen Ecken herumtreiben sollst? Ah, tut mir ja leid. Nicht schon wieder. Die Welt... Das wievielte Mal war das jetzt in dieser Woche? Ich bin sehr unruhig. Hoffentlich erwischen sie den Kerl bald. Meinen armen Nerven machen das nicht mehr mit. Aber er ist so schnell. Ich konnte ihn einfach nicht fangen. Meine Beine haben einfach schlapp gemacht, als ich sie zuletzt versucht hatte. Sie sollten sich schämen. So schlecht ihnen... ihrem... was? Job zu sein? Vielleicht sollten wir langsam darüber nachdenken, sie um Hilfe zu bitten. Die werden ihn bestimmt schnappen. Das ist eine hervorragende Idee. Sie können genau die richtigen für diese Aufgabe sein. Und du gehst mir vor jetzt an. Nicht mehr allein auf der Straße. Ist das klar? Ja, Mama. Mama. Oh, der Rothaarige wieder. Hiroto. Kapitel 4. Körper und Geist. Verstehe. Körper und Geist. Verstehe. Ja, was hältst du von Inosuma Bus Frost? Ist ganz nett. Eigentlich recht lustig mit euch. Ich war noch nie mit so vielen Leuten unterwegs. Das macht Spaß. Jetzt haben wir also Frost dabei, ganz wie die Trainerin die vorgeschlagen hatte. Wie geht es nun weiter? Kommt mal her, ich habe eine Verbindung zur Krankenhaus herstellen können. Wir können mit unseren Freunden reden. Echt genial. Ist genial. Hey Mark, du klingst so enthusiastisch, wie je und je. Steve, ihr alle, lange nicht gesehen, wie geht es euch? Geht es euch schon besser? Habt ihr noch Schmerzen? Das Essen im Krankenhaus ist so fad. Das könnte ich niemals ertragen. Wieso fangt ihr nicht einfach damit an, uns zu erzählen, was euch bisher passiert ist? Oh, na gut, ich fange am besten ganz von vorne an. Dün, 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 bla, bla, bum, bum, bum. Was? Kommt! Mann, ich werde immer wieder gestört. Was? Komm, seid ihr stark genug, um Jim nicht zu schlagen? Doch ein noch stärker Gegner, ein noch stärkeres Team auf? Verdammt. Ja, ich bin mir nicht sicher, ob wir die jetzt auch schlagen können. Keine Sorge, das wird schon. Du klingst ja ziemlich zuversichtlich, Captain. Ja, Mark. Epsilon ist bestimmt noch viel stärker als Jiminy. Ich bin mir nicht sicher, dass sie das sind. Aber wisst ihr noch, wie das erste Spiel gegen Jiminy sich angefühlt hat? Die Situation erschien aussichtslos, aber am Ende haben wir sie doch geschlagen. Beim zweiten Mal, muss man wieder sagen. Solange wir ganz fest an uns glauben, können wir jedes Team schlagen, egal wie stark sie sind. Captain. Er hat recht. Wenn wir alle zusammenhalten, könnt ihr Epsilon zeigen, aus welchem Holz die Raimon Elf geschnitzt ist? Aus Baumholz. Gut zu hören, dass ihr euch so sehr verbessert habt. Wir können es kaum erwarten, wieder mit euch zu spielen. Macht euch keine Sorgen, ihr kümmert euch erst einmal darum, wieder gesund zu werden. Sobald ihr wieder fit seid, geht es sofort mit dem Training weiter. Halt mal her, unser nächstes Ziel steht fest. Wo soll es hingehen, Trainerin? Der Geschäftsführer hat mich gerade über das nächste Angriffsziel von Epsilon informiert. Ihr nächster Angriff? Wir haben doch gerade erst einen Jimmy besiegt. Eine kurze Verschnaufpause zwischen zwei Alien-Attacken wäre echt mal nett. Ich würde sagen, das bedeutet, dass sie langsam Panik bekommen und ihren Plan schneller umsetzen wollen. Ihr nächstes Ziel ist die Kloster Divinity. Würde ich mal sagen, in Kyoto. Wir sollten uns sofort auf den Weg dorthin machen. Moment mal, haben Sie gerade Kloster Divinity gesagt? Boah, erschreckt mich doch nicht so. So, Timmy? Die Spieler von der Kloster Divinity sind die absolute Besten, wenn es um Kung Fu geht. Ihre Kraft enthalten sie durch beinhartes Training. Sie haben unglaublich scharfe Sinne. Die Kraft und Geschwindigkeit ihres herausragenden Fußballteams sind unübertroffen. Wow, aber warum haben sie denn dann nicht an der Football-Forte teilgenommen? Sie haben dieses Motto: Nur du allein kannst deinen Körper und deinen Geist trainieren. Sie spielen nie gegen andere Schüler, aber es heißt, sie könnten die Football-Forte jederzeit mühelos gewinnen. Mühelos? Ist ja irre. Ich habe auch schon von den Kloster... Ich weiß nicht, ob es Kloster heißen soll. Kloster gehört.
Die One Academy ist zwar offiziell das erfolgreichste Team, aber Kloster wird all die stärkeren Mannschaften gehandelt. Es klingt, als hätten sie ein paar sehr starke Spieler. Stimmt, vielleicht können wir ja bei ihnen ja weitere Verstärkungen für uns holen. Mann, ich wünschte, ich könnte mit euch... Ich wollte schon immer zur Klosterdefinite, aber diese blöde Verletzung. Mach dir nichts daraus. Wenn es dir wieder besser geht, gehen wir mal alle zusammen hin. Alles klar, ich freue mich schon drauf. Vielleicht ja nicht gegen Epsilon, solange wir noch verhindert sind. Es kann allerdings noch ein wenig dauern. Mir gefällt es hier im Krankenhaus sogar irgendwie... Ach so. Mach's gut, viel Glück euch allen. Das waren also eure Raimund-Freunde. Die klingen echt nett. Das sind sie auch. Deine Freunde von der Alpine waren auch sehr nett. Ja, wenn du magst, kannst du gerne Spieler von Alpine abwerben. Versuch sie einfach mal zu erreichen. Oh nein. Wenn ihr fertig seid mit der Besprechung, lasst mich wissen, wann ihr bereit seid aufzubrechen. Ich trete dann mal aufs Gas und bring uns nach Kyoto. Warte, kann ich jetzt eigentlich Janus abwerben? Von Jiminy? Ich frage mich das gerade. Ein Team stärker als Jiminy Storm? Das kann man echt Angst abbekommen. Ich muss meinen Vater informieren, damit ein paar auch Nachforschungen anstellen. Der Blick von Epsilon und Captain jagt mir einen rechten Namen an. Ach, Janus. Abwerben. Anderen Spielern. Okay. Ich weiß nicht, wer von denen jetzt gut ist. Einer von meinen Zuschauern weiß es bestimmt. Weiter suchen. Suche ändern. Kann ich nicht nach bestimmten Namen suchen oder so? Anwerben. Ja, ich will niemand anderen. Nachname. Janus. Komm. Hab ich. Du findest ihn. Lass mich verarschen, Wix. Ah. Okay, dann geht's einfach mal weiter. Mann, wird man öfters hier gestört und tut mir leid, wie in dem Geräusch wieder. Und ab geht's! Ihr seid bereit, auf nach Kyoto. Los geht's! Innenstadt, okay. Das sieht doch mal geil aus. Oh, Trainer Hillmann ruft mich an. Yay! Also werden Sie die Nachforschung alleine fortsetzen? Ich kann nicht einfach rumsitzen und nichts tun. Jetzt, da Epsilon aufgetaucht ist. Ich muss versuchen, alle Geheimnisse der Alias Academy aufzudenken und das Geheimnis, warum man keine kleine Schwester so rumschreit. Ich verstehe. Viel Glück, Trainer. Dir auch, Lina. Das Team hängt sich wirklich rein. Sie haben sie gut trainiert. Sie tun ihr Bestes, aber sie sind trotzdem allen noch nicht. Sie sind allem noch Kinder. Die Rettung der Welt ist eine große Verantwortung für sie. Hilf ihnen so gut du kannst. In Ordnung? Das werde ich. Wir sind da, Jungs und Mädels. Kyoto, aufgewacht, aufgewacht. Na, endlich Kyoto. Juhu, wer zuerst draußen ist. Die Alarmenten. Hahaha, das ist ja hier wie bei einer Klassenfahrt. Jetzt fang du bitte nicht auch noch an. Hahaha, hahaha, hohoho, sehoho. Meine Fresse, die haben auch keine anderen Sorgen, oder? Okay, hier sehe ich schon
die Stadt, die ich gleich erkunden werde. Aber Hokkaido war bisher am besten, finde ich. Oder was meint ihr, welche Stadt bisher am geilsten war? Das ist also Kyoto. Das ist ja, als würde man durch ein Tor in die Vergangenheit gehen. Wie bezaubernd. Hey, schaut euch mal den großen Turm an. Da, Wahnsinn. Wir können unmöglich Kyoto besuchen, ohne die berühmten Klöße zu probieren. Und das rote Bohnenpasta mit Sirup. Lecker! Leute, wir sind nicht zum Spaß hier. Vergiss nicht, dass wir eine Mission zu erledigen haben. Wo geht es denn zu... Verdammte Scheiße, Kloster Divinity. Diesen ganzen Gassen sind zu verwirren. Hier kann man sich leicht verlaufen. Ach, da seid ihr ja. Wer kommt denn jetzt? Hm? Frost und wer? Dankeschön. Gern geschehen. Hihihi. Ach so, er hat wieder bei sich beim Mädchen vergnügt. Frost. Da war dann das süße Mädel, meine Schlampe. Mir ist nur eine übel geworden. Sie hat sich um mich gekümmert und mir den Weg hergezeigt. Die Leute in Kyoto sind so nett. Klar, eine Berühmtheit wie du muss nicht viel tun. Die Mädels laufen dir von allein hinterher. berühmt sein ist doch nicht dabei alles. Aber willst du denn nicht so auch Erfolg beim Mädchen haben? Schon. Ach, egal, ich verkneife mal das Kommentar dazu. Y wird wahrscheinlich morgen angreifen. Wir haben keine Zeit zu verlieren. Auf geht's. Aber jetzt sind wir den ganzen Weg bis Kyoto gefahren. Kann ich nicht wenigstens einen einzigen Kloß essen? Ich wurde bisher viermal gestört. Das ist heftig. Schauen Sie mich doch nicht so gleich so an. Ich dachte, wir hätten uns eine Belohnung verdient, nachdem wir endlich Jimmy besiegt haben. Keine Sorge, wenn wir erstmal Y besiegt haben, können wir uns etwas Leckeres gönnen. Einen Döner. Könnt ihr etwa immer noch von essen? Wir wissen, dass die Aliens morgen hier angreifen werden. Warum müssen wir eigentlich alles alleine machen? Wenn das Land bedroht ist, sollte der Premierminister doch helfen. Kämpfen. Hörst du etwas zu schlecht über meinen Vater? Nein, er sagt nur seine Meinung, Schlampe. Nein, aber... Hört doch mal auf den Gestreit und hört doch auch mal mit dem... Ihr beiden, wir stehen hier mitten auf der Straße. Lass uns in eine dunkle Gasse gehen, da können wir uns mit Messerkämpfen erklären. Marc, lass uns mal sehen, ob wir nicht jemanden finden, der uns sagen kann, wie die Klosterdefinite sich befindet. Wieso, wir können doch einfach alles abchecken. Ja. Willkommen, ich hoffe, ihr habt einen schönen Aufenthalt. Wie ein berühmter Dichter sagte, sogar in Kyoto sehne ich mich nach Kyoto. Oh. So. Polizisten dort, okay. Okay, und da gibt's auch bestimmt nichts. Hab ich gewusst. Aber trotzdem Sicherheit mal nachgeguckt. Rotstollen. Okay. Bist du auch ein Tourist? Seh dir mal diese wunderschönen Kimonos an. Wie froh ich bin, dass ich nach Kyoto gekommen bin. Okay. Dies ist der G-Mark von Kyoto. Komm rein und seh dir... Zu viele Menschen. Dieser Monat also gleich in das Bett knapp. Ich muss dir versuchen, Fehler stellen und kein unnützes Zeug kaufen. Unnützes Zeug, das alles essen war. Das braucht man wirklich. Du verkaufst dasselbe? Ich habe gehört, dass es an der Klosterdefinit einen ganz ungezogenen Jungen geben soll. Ich weiß, wer das ist, ich weiß es. Ich möchte niemals einen Schüler der Klosterdefinit werden. Die sind viel zu streng. Süßigkeiten sind nicht erlaubt. Hundesuppe ist nicht erlaubt. Gar nichts ist erlaubt. Ich würde wahnsinnig werden. Boah, ich glaube, ich habe deine Freundin gefunden. Grüner Tee ist der Kern von Japans Größe. Ich liebe diesen grünen Tee. So bitter, ob ich den wohl in meiner Heimatstadt verkaufen kann? Achso, hier denkt wohl jemand an Geld machen hier. Das ist der Sportladen für Kyoto. Ey, das ist ein geiler Sportladen. Was hast du denn hier? Soll ich das ihn kaufen? Ich kaufe das einmal mal für Mark. Okay. Warte, was ist ein Hauruckstollen?
Ich brauche viel Geld. Ich brauche sehr viel Geld. Nein. Und du? Man erzählt sie, dass Aliens da sind und jede Menge Unheil anrichten wollen. Was für ein Schlamassel. Er schaut sich keine Nachrichten an. Ich sagte, dass ich das zurückgeben will. Aber wirklich, diese jungen Leute... Entschuldigung. Junge Leute heutzutage hören einfach nicht zu. Nur vor aus dem Kopf. Und, alter Opa, hast du ein Problem damit? Das ist kein Verkäufer. Das ist ein Bambusstrauch. Das ist top wie ein... Du bist so... Boah. Boah, ich mach den Spinnenbrunnen nach. Nicht schlecht. Eine schöne...